Hallo, willkommen bei einem neuen Part bei Monster Hunter Worlds. In der letzten Part ist ja die Quetzes abgelaufen. Wir haben da das Projekt auch dann beendet. Jetzt in diesem Part kümmern wir uns erstmal um die andere Nebenquest, die wir jetzt hier machen müssen. Und das werde ich mal wie vermachen. Wir haben hier eine Aufgabe. Auch relativ eine starke Herausforderung. Und wir haben hier eine Aufgabe. Oh, was ist das Monster? Okay, vorhin war auf jeden Fall ein anderes Monster, aber das ist das Monster gerade. Hier natürlich auch einige Monsteraufgaben noch zu erledigen. Genauso wie hier. Und natürlich auch hier. Mal gucken, wo war es nochmal. Ich glaube auf jeden Fall eine Quest, wo mir das andere Monster, der Endboss, nochmal herausfordern konnte. So, was ist das für ein Monster? Genau. Und diese Part kümmern wir uns einfach mal um diese Aufgabe hier. Dann sage ich mal, los geht's. So, wer natürlich noch dabei was esse. Und danach können wir bei Tafel noch ein paar weitere Quests. Darunter gibt es noch ein paar andere Aufgaben, die wir da erledigen können. So, erstmal etwas essen. So, wunderbar. Ich wollte mir noch eine Waffe kaufen. Bevor die Quest dann losgeht, werde ich mir das auf jeden Fall mal machen. So, und da Waffe, Großschwert natürlich. So, wir können uns diese Waffe hier kaufen. Werde mal wieder machen. So. Die Waffe habe ich auch bei Monster Hunter 3 benutzt. Werde die mal nicht ausrüsten. Können wir kosten bei Rüstungen. Okay, diese Rüstung will ich mir auf jeden Fall auch irgendwann mal holen. Erstmal verbessern. So, mal gucken, ob wir diese Waffe hier verbessern können. Dass die Auto erstmal ein bisschen besser ist. Leute, Leute, Leute. Wir können die sogar sofort verbessern. Da hat die einen Angriff von 100, also von 1104. Also bis jetzt unsere stärkste Waffe. Unsere alte Waffe hatte auch 108, die wir ja haben. Da werden wir die jetzt einfach verbessern. Hat auch richtig gute Drachenschade. Zwar keine weiße Helfe momentan, aber das kommt, da bist du auch bei dieser Waffe noch. So, weiter verbessern können wir die momentan nicht. War die andere Waffe, genau. Die hat ja ein bisschen leichte Schärfe. Aber wenn ich dann erstmal diese Waffe nehme, hat auch meiste Schade bis jetzt. Alle andere Waffe von uns hat ein bisschen weniger Schade. Ich will den Beste geben. So. Und dann hoffe ich mal, dass ich das andere Online-Spieler, wie gesagt, finden werde, dass ich beikomme. Um dass wir bepacken, dass diese zwei Monster da so erledige. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Ich werde es mir eher dabei im Hintergrund halten und die anderen Online-Spieler das machen lassen. So, Notfeuer starten. Während wir bekommen, können wir unsere Episode ein bisschen uns vorbereiten. So, was haben wir hier denn? Herstellung. Da können wir auch noch ein paar machen. Das genügt erstmal. Was haben wir hier? Gerade mal gucke. Was haben wir hier bei Herstellung Liste? Höchst mal Blitzkapsel können wir auf jeden Fall gebrauchen.
Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Also die können wir, glaube ich, eh nicht einfangen. Fallen so brauchen wir auch nicht. Aber wir können natürlich ein paar Sachen davon erstellen. Ein paar Berührungsbombe. Ach komm, machen wir einfach auch mal mit. Da sind wir auf jeden Fall gut dafür vorbereitet. So, wunderbar. Was ist hier? So, auf jeden Fall ein paar Donnercups werden wir mitnehmen, wenn die andere Spieler gleich reinkommen werde. So, was gibt's hier noch? Hier wollte ich dann noch was mithole. Auf jeden Fall gleich kurz mal gucke, was wir mitnehmen können. Gift auf jeden Fall auch. Genau. Falle. So, Beruhigungsbombe werden wir mitnehmen. Das sind große Fächer, werden wir auch mitnehmen. Hier, großes Fass. Können wir auch immer mitnehmen. So, das denke ich mal, müsste gewesen sein. Und da kommen wir schon die erste Online-Spieler rein. Okay, das können wir hier schon mal hinsetzen. Und. Nee. Wir haben hier noch 8 oder 5 Fächer mitgenommen. Ne, das sind die einzige. Okay, wie gesagt, kommen ein paar Online-Spieler rein. Da werde ich schon mal die Spure finde. Aber ganz auch ein bisschen Zeit damit einspare. Ich habe auf jeden Fall Sommer gegen das Monster gekämpft. Aber das habe ich jetzt rausgeschnitten. Weil ich habe gegen das Monster da leider haushoch verloren. Und deswegen kann ich sagen, das Monster ist auf jeden Fall eine ganze harte Nuss. Und braucht auf jeden Fall eine sehr viel bessere Rüstung, um den zu besiegen, als die ich jetzt momentan habe. Ich habe die sogar noch erweitern. Die hat jetzt insgesamt ein paar Rüstkugeln. Tschüss. Also, hat einfach ein paar Rüstkugeln ist mehr. Bedeutet also 70 Verteidigung pro Rüstungsteil oder höher bekomme ich die aktuell nicht. Vielleicht bekomme ich die Rüstung danach das Monster ja ein bisschen höher. Ich glaube, für eine Rüstung, die ist ein bisschen höher, die hat 72 Schutz pro Rüstungsteil und das war das Monster, was mir meinen letzten Part besiegt habe. Für den Endpart da. Aber diese Quest kann ich momentan nicht nochmal angehen. Deswegen muss ich nochmal warten, bis die Quest nochmal verfügbar ist. Um mir dann diese Rüstung halt eben dann zu holen. Weil diese Rüstung lohnt sich auf jeden Fall an, weil die ist richtig gut. Aber ich glaube, selbst da gibt es auch bessere Rüstungen. Bei Vadiki gibt es noch einige starke Monster. So, für die ganzen Forschungspunkte werde ich hier einfach seine Spuren hier mit aufsammeln, die er hier verliert. So, na, dann warte mir hier einfach. Weglaufe ich A und O. Und ich warte bis genüge. Da kommt auch noch rein. Okay. Dann warte mir. Bis halt eben genüge Leute da sind. Dann werde ich mir auf jeden Fall die Blitzkapsel verwenden.
Oh. Tschüss. Ich verschwinde. Der hatte, ich glaube, sogar ein Item verloren. Falls er das Monster gewesen ist. Ja. Was für ein Monster werde ich zuerst machen? Dann wohl die ist hier, okay. So. Jetzt sind wir, glaube ich, komplett. Aber wir warten, bis die hier unten sind. Nein. Aus. Ich bin ein sehr, sehr gefährliches Monster. Falls ihr mal sehen wollt, wie ich live Monster besiegen werde, könnt ihr gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich einen, das steht das Streaming oder Social Media Links. Und da steht dann, das ist dann Links zu Twitch, zu meinem Twitch-Kanal. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde jetzt möglichst regelmäßig live gehen. Mehrmals in die Woche. Genau da gerne mal einen Follower da lassen. Auf jeden Fall sehr nice. Also wie so etwas wie ich hier nicht verliere. So, erstmal verstecken. So, Honig. Blitzkapsel. Sind alle Leute anwesend? Aber da sehe ich nur einer. So, was sehen die alle? Ich glaube, sind wir das Monster hier, oder? Dann folgt mir einfach mein Kollege hier. Okay, der geht zu die anderen Leute hin. Dann werden wir auch jetzt mal machen. Das sind die hier. So. Na, komm. Dreh dich um, dreh dich um. Und so. Da helfe ich auf jeden Fall ein bisschen was mit. Und das Monster irgendwie das zu erledigen. Okay. Werde mir jetzt irgendwie auf das Monster raufspringen, wenn ich mal vorschlage. So. Na.
Was für ein Monstrum hier. Ich sehe auf jeden Fall eine Sakura. Falls das LP Fremder ist, der fremde Kämpfer, dann kannst du ja gerne mal dich in die Kommentare melden. So, kurz hier an die Seite. Das war auf jeden Fall sehr knapp. Noch alte verloren, das nehme ich mit. So. Oh je, oh je. Erst heilen, danach kommt das Löschen. Fliegt er weg. Meine Güte, war schon ein harter Kampf. Bis jetzt schon. Ah, der ist fast schon tot. Dann gehen wir da jetzt mal irgendwie hin. Ne, in diese Richtung kommen wir da hin. Ah, wir können jetzt fliegen endlich. Der eine ist schon fast schon tot. Na, vielleicht, keine Ahnung. Das erste Mal, wo ich gegen den Kämpfer hatte, habe ich auf jeden Fall verloren. Die Stelle, wie gesagt, habe ich dann rausgeschnitten. Ich kann sagen, das Monster ist auf jeden Fall richtig hart. Und diesmal, muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen besser angestellt. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal zu den Leuten hin. Ich lösche mal die Spur da, die ich auf den gemacht habe. Wenn wir die schöne blaue Spur haben. Mit dem Wiefall, seine Bombe kann auf jeden Fall das die Hälfte Lebens schon abziehen. Und das auf jeden Fall gleich am Sterben schon. Nee, das ist am Sterben. Der ist nur gut dabei. Um genauso zu leiden. So. Komm, wir fangen den mal. So, kurz löschen. Und jetzt will sie fangen. Oh, der rennt weg. Und der humpelt schon. Sehr gut, der humpelt auch schon. Also ist sehr, 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 sehr gut. Wieso steht ihr auf? Ich hab den nicht geschlagen. Ah, die kann man sogar fangen. Ich dachte, das geht gar nicht. Weil er wirklich fangen kann.
werde ich mir kurz eine Falle nehmen. Dann werde ich mir kurz eine Falle nehmen und den auffangen. Ich dachte, das geht gar nicht, aber es geht tatsächlich doch. So, werde ich erstmal meine Falle hier auflösen. Dann kann ich die andere gar nicht benutzen. Untersuchung frei. Wir können diese Quest auch jetzt in die Untersuchung machen. Das ist richtig gut. So, wie gesagt, die kann man fangen. Dann werde ich mir eine Falle nehmen. Während ich halt können die ja noch ein bisschen bearbeiten. Und dann setze ich meine Falle. So weiß ich, wie ich bei denen bin. So, wunderbar. Ist direkt da um die Ecke. Gehen wir da mal sofort hin. Und dann können wir das Monster auf jeden Fall dann gleich fangen. So. Fall ist nochmal ausgerüstet. Außer irgendeiner von denen hat nur eine Falle. Nein, ich habe den getötet. Ich wollte aber fangen. Warum tötet ihr den? Ich wollte aber fangen. Weil damit kommen wir mit dem Fangerwefer wesentlich mehr Loot. Und deswegen muss ich schnell dahin und auch looten, sonst bekomme ich gar nichts. So, hätte mir diese Quest auf jeden Fall erfüllt, dann gucken wir gleich am Ende diese Part hier, welche Rüstung mir nehmen könnte von denen. So, wunderbar. So. Wunderbar, erfolgreich erledigt. So, haben wir auch extrem viele Items, wenn wir eine Monster gefangen habe. Auch nur knapp 18 Minuten gebraucht, also unter 18 Minuten. Und dann gucken wir mal, wie es danach weitergeht, welche Quest wir nachmachen müssen. Auf jeden Fall diese Quest haben wir erfüllt. So, dann gucke ich erstmal, welche Rüste mir für das Monster mir machen könne. Oder wie es danach weitergeht in den nächsten Partnern. So, wunderbar. Wie? 49? Das gibt's doch nicht. Jeder Rang 49? Ist doch nicht normal, oder? Das ist wo? Ah, jetzt müssen wir am Ende diese Party noch mit denen hier reden, mit dem Kommandant. Hör mir zu. Wir werden das schaffen. Okay. Angenommen, wir haben eine neue Hauptaufgabe. Die werden wir auf jeden Fall in den nächsten Partner erledigen. Aber erstmal gucke ich mir, welche Rüstung wir von dem Monster uns machen lassen können. So, bei Verbessern können wir erstmal nichts mehr machen.
So, Rüstung gehen wir ganz nach unten. Keine? Nö, hier ist keine, die mir verbessern könne oder machen könne. Gucke, wie wir haben für diese Rüstung hier genug. Müsste wie eigentlich Thorn habe. Für einen Monster keine Rüstung? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall diese Rüstung machen. Die werden wir dann auch machen. Ich hoffe nur, dass ich auch genügend Teile für diese Rüstung habe. Dann sind wir mit unserem Kamerad im Partnerlook. Und die schützen noch ein bisschen mehr von Feuer. Ist auch noch ein Vorteil, wenn wir diese Rüstung jetzt hier uns machen werden. Also man geht die ganzen Feuermonster, die jetzt kommen werden, demnächst auch besser gewappnet. So, gut, ich habe mir die hier komplett gemacht. Das ist sehr gut. Die wollte ich mir ohnehin hier holen. Sieht ja auch schon richtig geil aus. Könnt ihr hier dann die Werte gucken. 3 beim Feuer. Ist eigentlich schon ganz okay. Verbessern. So. Wir können dir erstmal mal ein paar Rüstkugeln erstmal verstärken, dass die genauso stark ist wie unsere jetzige Rüstung. Ansonsten wird das Ganze ja kontraproduktiv. So. Auch alles auf 70 hoch gemacht. So, werden wir natürlich bei jeder Rüstung teil machen. Bei der anderen Rüstung habe ich auch mal in meinem Live-Video aufgerüstet. Einfach nur mit Rüstkugel, aber hier werde ich bei euch mal diese Rüstung jetzt hier komplett verbessern. Habe ich auch dafür auch genügend Rüstkugel. So, wunderbar, die hatte überall 70 Verteidigung. Heißt, weiter können wir die jetzt nicht mehr verbessern. Die Werte bleiben so an sich gleich. So. Hier gibt es auf jeden Fall. Jo. Sieht jetzt auch ganz gut aus. Feuer ist insgesamt 15. Und also die. Da kann man die insgesamte Verteidigung sehen. Dabei ist die insgesamt Verteidigung 351. Wie ist das bei dieser Rüstung hier gewesen? Hier muss ich, glaube ich, dafür anhabe, um das zu sehen. Na gut, anziehen kann sie nicht. Aber könnt ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare sagen. Wir haben eine neue Feuerrüstung. Die wollte ich mir ohnehin jetzt schon öfters mal holen. Und dann sind wir auch gut gegen Feuermonster erstmal gewappnet und sind mit unserer Kamerate wieder im Partnerlook. Und habe in diesem Part auch eine neue Waffe bekommen. So, am Ende zeige ich euch kurz diese Quest, die mich hier den nächsten Part angehen werde. Damit ihr nochmal Bescheid wisst. Ah, das ist diese Quest hier. Kenne ich zwar nicht, aber ist ein übel starkes Monster bestimmt. Stufe 49 muss ich mir dafür sein. Was haben wir hier? Ihr könnt da gerne mal die Kommentare sagen, das Hauptmonster, was mir in der letzten Part besiegt habe. Wo das Spiel dann zu Ende war, die Hauptstory so an sich. Wo kann man denn diese Quest dann nochmal angehen? Weil dann würde ich mir dann lieber noch diese Rüstung mir hole. Davon, weil die hat sogar 72 Sade, also Verteidigung. So, und sage ich mal auf jeden Fall bei euch. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.